Ja, vielen herzlichen Dank für diese freundlichen Worte. Erst einmal ein großes Dankeschön an die Organisatoren der Interessensgemeinschaft Gesunder Boden und für diesen so spannenden Tag. Wir hören parallel mit. Ich kann leider nicht vor Ort sein, weil ich heute in Straßburg bin und Abstimmungen im Plenum habe. Deswegen auch diese wahnsinnig wunderbare, sexy, dieser Hintergrund. Ich hoffe, er ist gut genug. Also ich konnte leider nicht persönlich da sein, aber dieses Thema gesunder Boden, gesunder Lebensmittel ist ja, was mich mein ganzes Leben lang beschäftigt hat, was mich treibt und im Grunde genommen genau der Grund, warum ich ins Europaparlament gegangen bin. Es ist mein erster Vortrag mit Folien, also bitte seien Sie freundlich zu mir, wenn ich mich da verquatsche bei der einen Folie oder das nicht so professionell mache. Sie sind also, Sie erleben jetzt eine Premiere nach 20 Jahren Vorträge halten. Das ist also die erste Folie, gesunde Lebensmittel durch gesunden Boden. Da gibt es ja nicht viel zu sehen, außer die Vielfalt spielt natürlich bei unseren Lebensmitteln eine große Rolle und das Bodenleben, da kommen wir gleich dazu. Jetzt wollte ich weiterdrücken, das geht aber nicht. Ich drücke nochmal. Die zweite Folie, das ist der Vorführungseffekt. klappt nicht. Einen Moment, da muss ich mal schauen, wie das geht. Ich habe hier Gott sei Dank Hilfe. Dann erzähle ich, jetzt sehe ich es, wunderbar. Hier sehen Sie das, was mir am allerwichtigsten ist, darüber zu reden. Und das ist, glaube ich, schon in der Eröffnungsrede gefallen, nämlich das Mikrobiom. Also das Mikrobiom, das kommt aus dem Griechischen, Bios, also Mikros von klein, Bios das Leben. Das ist die Vielzahl unserer Mikroorganismen, denn jeder Vielzeller auf dieser Welt, und das ist die gute Nachricht, ist nicht alleine, sondern hat mehr Mitbewohner, als man denkt. Auch wir. Wir haben also 1,3 mal so viele fremde Mitbewohner als eigene Zellen. Und das hat sich evolutionär so entwickelt, dass in der Evolution wir bestimmte Aufgaben ausgelagert haben an Bakterienfamilien, an Pilze, die dann bestimmte Aufgaben für uns übernommen haben im Organismus, im Austausch dafür, dass wir ihnen Schutz und Nahrung und gleichmäßige Temperatur gewähren. Und ein bisschen ist das so im Boden, dass man könnte fast sagen, es ist auch ein super Organismus, wenn man es von einer sehr weiten Perspektive betrachtet. Für uns meistens, und das ist ja die Bodenforschung und auch die Ahnung, was Boden überhaupt sein kann, wofür es dient, ist ja auch relativ jung, muss man sagen, im Detail. Und wir haben da entdeckt, dass eigentlich unter unseren Füßen eines der letzten Paradiese liegt. Von einem Zusammenspiel, von einem riesigen Ökosystem, das sich unabhängig weg unter unseren Augen entwickelt hat und wo eine Kommunikation, muss man sagen, zwischen Archaeen, Asteln, Würmern, aber auch Bakterien und Pilzen, die sich gegenseitig bestärken, manchmal auch bekämpfen, eine Lebensmittelernährungskette bilden oder Partner werden, um sich gegenseitig zu stärken und einen Ausgleich zu schaffen. Also Symbiose, da kommen wir gleich nochmal darauf. Es ist unter dem Boden genauso als Parallele wie in unserem Darm. In unserem Darm ist das größte Mikrobiom des Menschen. Deswegen gibt es ja auch den Spruch, jede Krankheit fängt mit dem Darm an oder kommt aus dem Darm. Und es ist eine völlig unterschätzte Wissenschaft, die auch so jetzt ungefähr 20 Jahre alt ist, wo man feststellt, was dieses Mikrobiom, also unsere Mitbewohner, überhaupt eine Wirkung haben auf unser Immunsystem, auf unsere Gesundheit, aufs Stoffwechselsystem, auf die Verdauung, aber sogar auf unseren Charakter und auf unseren
seelischen und geistigen Zustand. Das heißt, hier muss ich jetzt drücken. Das war jetzt ein bisschen zu schnell. Das heißt, diese Parallelität ist eigentlich so wunderschön, dass das, was im ganz Kleinen passiert, unter dem Boden, auf dem Boden mit der Vielfalt, eine Parallele und ein Spiegel ist, was in uns selber auch passiert. Und da ist es so, dass durch die Evolution wir gelernt haben, dass es wichtig ist, dass wir viele, viele unterschiedliche Bakterienfamilien haben, viele, viele unterschiedliche Mikroorganismen, die nämlich uns resilienter machen gegen alle möglichen Anfeindungen. Also meine Oma würde sagen, nicht alle Eier in einen Korb legen, so sagt das, so denkt das Mikrobiom, so denkt unser Körper auch, sondern stabile, effiziente Systeme zu schaffen, die sich gegenseitig dann in der Balance halten und im Ausgleich. Und das ist so wichtig, weil wir anfangs, wenn ein Säugling geboren wird und sein erstes Mikrobiom erhält, durch nämlich den vaginalen Gang und dort besiedelt wird, erstmal kein Immunsystem hat die ersten Monate, damit sich überhaupt ein Mikrobiom wirklich ansiedeln kann. Das heißt, wenn wir also jetzt, und das ist tatsächlich so in der Forschung, dass man gemerkt hat, dass ein Bauchmikrobiom, also ein Kaiserschnitt, ein ganz anderes verarmtes Mikrobiom macht als eine natürliche Geburt und dass es wesentlich ist, einen riesen Unterschied gibt, ob sie jetzt dann Muttermilch gestillt werden oder ob sie eine Fläschchennahrung von der Industrie bekommen. Denn die Muttermilch hat so viele hundert bestimmte Stoffe, eine Zusammensetzung, die der Säugling braucht, nicht um überhaupt zu wachsen, sondern um ein stabiles Mikrobiom aufzubauen. Und deswegen gibt es in der Muttermilch hunderte von Oligosaccharinen, also Mehrfachzucker, die wir eigentlich gar nicht verdauen können. Und die Wissenschaft sich gefragt hat, wieso sind die dann in der Muttermilch drin, wenn sie der Säugling gar nicht verdauen kann? Weil sie nicht für den Säugling sind direkt, sondern weil sie für diese Mikroorganismen da sind, die diese Mehrfachzucker aufspalten können, verdauen können und damit eine stabile Darmwand aufbauen. Also schon da, am ersten Moment an, ist es so, dass wir die Evolution daran gedacht hat, durch die Vielzahl der Stoffe, der Ernährungsbestandteile, nicht wir direkt gefüttert werden, sondern erstmal es wichtig ist, an deine Freunde zu denken und die zu stabilisieren, damit sie dir helfen, gesund zu bleiben, das Immunsystem gesund zu erhalten und eine Vielfalt zu generieren für alle Eventualitäten. Und das ist wiederum eine Parallele zum Boden. Wir sehen hier, also im Fingerhut vom Boden enthält also 1,1 Milliarden von Bakterien, 1 Million Pilze und so weiter, Einzeller, Algen, da wuselt's und das natürlich bei sehr, sehr vielen Dingen wissen wir überhaupt nicht, was das ist. Als eine hohe biologische Aktivität ist also extrem wichtig für die Auferhaltung einer Bodenfunktion. Und hohe Aktivität heißt, dass wir eine Vielzahl von Mikroorganismen und Bakterien eben Bodentieren haben. Das ist das Allerwichtigste, um einen Boden resilient, fruchtbar und stabil zu erhalten. So, nächste. Also, was macht jetzt einen gesunden Boden aus? Wir haben das gelernt, ein möglichst vielfältiges Bodenleben, muss man sagen. Das natürlich, um es das im Gleichgewicht zu haben und vielfältig ist, brauchen diese ganzen Mikroorganismen natürlich auch Futter, die sich gegenseitig stärken, also zum Beispiel auch gegenseitig von Ausscheidungsprodukten leben, aber auch Tauschgeschäfte machen, also wild kommunizieren, um dann jeder seinen Teil zu haben, weil natürlich findet auch unter dem Boden ein enormer Verdrängungswettbewerb ab.
wer da vielleicht die Oberhand kriegt. Und eigentlich heißt das in der Balance, niemand kriegt die Oberhand. Wir schauen, dass für alle gesorgt ist und so, dass es im Großen und Ganzen immer ein Gleichgewicht gibt. Wenn wir uns jetzt anschauen, was wir aber meistens in der Landwirtschaft machen, dann sehen wir, dass es zwei völlig verschiedene Arten von Ernährung gibt für die Pflanzen, die ja dann aus einem gesunden, vielfältigen Boden wachsen und deren Feinwurzel und auch die größeren Wurzeln durch diesen verschiedenen, sagen wir mal, Essmix ernährt werden. Die Pflanzen müssen aber auch, um überhaupt zu ihrem Essen zu kommen, wenn sie nicht manipuliert werden durch zum Beispiel Mineraldünger, selber kämpfen, um eben ihren Teile von Mikronährstoffen zu erhalten. Und deswegen sind Pflanzen, die nicht gedüngt werden, und ich glaube, das versteht jeder, resilienter und widerstandsfähiger als Pflanzen, die wie Teenager den ganzen Tag auf dem Sofa sitzen, Junkfood in sich reinstopfen und sagen, nee, ich gehe nicht raus, es ist mir zu kalt. Also Pflanzen, die Sonne, Wind, Regen ausgesetzt sind und selber kämpfen müssen um ihre Nahrung, haben in der Regel mehr Feinwurzel, längere Wurzel und sind stabiler, weil sie eben mit ihrer Umgebung evolutionär zurechtkommen müssen und daran angepasst sind, wenn man sie lässt. Mineralischer Dünger hingegen ernährt die Pflanze direkt. Also da geht es nicht durch den Boden, da sehen Sie links, wo eben die Gesamtheit, der gesamte Boden, der gesamten Bodenorganismen die Pflanze ernährt, sondern wir denken oft, die Erde ist so ein Gefäß, so ein Suppenteller, da schütten wir mal was rein. Eigentlich ist die Funktion dran, dass da überhaupt ein Samen wachsen kann, also dass der sich verwurzeln kann und das ist die Aufgabe vom Boden. Ja, das ist auch eine Aufgabe, aber das ist eine von 100 Aufgaben eines gesunden Bodens. Jetzt habe ich Ihnen erklärt, dass eben eine Pflanze natürlich, so wie wir Menschen auch, mangelernährt werden kann. Und ich möchte da sagen, also nur weil eine Pflanze groß ist oder ein riesiges Korn ausbildet, ist das kein Zeichen von Gesundheit. Das ist so ein bisschen wie mit dicken Menschen. Also nur allein dick zu sein, heißt nicht, oh, die sind jetzt wirklich wohlgenährt und haben alles und sind gesund. Nee, es gibt eine einseitige Übernährung und es gibt sogar dadurch auch eine Mangelernährung. Und wir haben wieder die Parallele zum Boden. So ähnlich ist das natürlich mit dem Boden auch. Warum ist das überhaupt so ähnlich? Weil wir uns evolutionär alle aus den gleichen Bakterien, aus den gleichen Stämmen, aus den gleichen Stoffen entwickelt haben. Hier sehen wir einseitige intensive Stickstoffdüngung, verursacht übermäßiges Wachstum. Die Pflanzen werden eben anfälliger gegenüber Frost, Hitze und Pflanzenschäden. Getreide knickt schneller ein, denn was ja durch so eine Überernährung passiert, ist ja nicht, dass mehr Zellen entstehen, sondern dass die Zellen sich einfach vergrößern, so wie bei uns zum Beispiel die Fettzellen. Das heißt, größere Zellen, dünnere Haut, leichter für die Insekten, den gedeckten Tisch dazu machen, schwächere Pflanzen, heißt eben auch, hurra, ein Fest für Schadinsekten, ein Fest vielleicht auch für bestimmte Pilze und so weiter. Also Bakterien, Pilzerkranken können sich dann natürlich leichter ausbreiten. Und ähnlich wiederum in der Parallele geht es in unserem Darm. Wenn wir unseren Darm nur einseitig ernähren, dann fehlt eben dieses Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Mikroorganismen. Diejenigen, die eben dann eigentlich viel Grün, viel Gemüse brauchen, verhungern oder gehen zurück. Und Bakterien, die einfach zum Beispiel besonders zuckeraffin sind, mit Weißmehl werden gefördert und das kommt alles in eine schräge Balance und wir sind ein bisschen dann anfällig und haben nicht mehr so ein stabiles Immunsystem, wie wir es haben sollten. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Eine spannende Studie ist auch, und Sie kennen vielleicht ein paar davon, kennen den William Albrecht, schon eine ältere Studie, dass man gesehen hat, dass hier sind es Maiskolben, die sogar bei der Lagerung schlechtere Lagerfähigkeit haben und beeinflusst werden. Also nicht nur, dass Sie das, wenn Sie ernten, denken, da gibt es keinen Unterschied, man sieht einfach, dass
zum Beispiel hohe Stickstoff- und Phosphorgaben sich auch auf eine Lagerungsfähigkeit ausweitet und dass das dann auch für uns ein Problem sein kann, wie wahrscheinlich einige von Ihnen auch wissen. Ja, gesunder Boden, gesunde Pflanzen, ich würde auch sagen gesunde Menschen. Versorgung des Bodens mit organischem Material zur Ernährung des Bodenlebens ist also eigentlich das Klügste, was wir machen können. Das ist, fördert nicht nur die Humusbildung und die Strukturbildung, sondern auch macht einfach den Kompost wertvoller. Ja. Eine Möglichkeit wäre auch der Anbau von Gründüngungsgemengen, die dann eine vielfältige Durchwurzelung haben und das eben unser Bodenleben stabilisieren und auflockern und dann eben mit dem Humusaufbau hilft. Und was wir dafür brauchen, damit wir nicht das ganze Bodenleben durcheinander bringen oder nicht zu sehr schaden, das ist natürlich eine schonende Grundbodenbearbeitung. Also pflügen wirklich nur, wenn nötig, nicht zu tief. Aber der komplette Verzicht auf den Pflug erhöht den Glyphosateinsatz, wie Sie wissen, und das ist schädlich für Regenwürmer und Mykorrhizapilze und fördert auch die Bodenverdichtung. Und dann gibt es eben bei Dünger mehr Auswaschungen und mehr Lachgas in unserer Atmosphäre. Und dann muss man sagen, viele sagen ja, das ist gut, nicht zu pflügen wegen der Kohlenstoffeinlagerung. Das ist so nicht richtig. Da gibt es Studien, die zeigen, der Kohlenstoff verlagert sich einfach horizontal. Also wenn Sie nicht zu sehr pflügen, dann ist der Kohlenstoff auch eingelagert, aber in tieferen Schichten, wenn Sie pflügen, dann ist er eben da oben. Ich habe ja über Verbindungen, über Symbiosen, über Allianzen unter dem Bodenleben gesprochen und da wollte ich ein Beispiel nennen, nämlich den Mykorrhizapilz. Also fast 80% aller Pflanzenfamilien gehen eine Symbiose mit diesem Pilz ein. Und da sehen Sie den Unterschied allein von einer Symbiose links ohne den Mykorrhizapilz, rechts mit einem Mykorrhizapilz. Ja, warum ist das so ein immanenter Unterschied für diese Pflanze? Weil der Mykorrhizapilz in seiner evolutionären Geschichte ein Tauschgeschäft eingegangen ist mit dem überwiegenden Großteil der Pflanze, allein weil er ja mit seinen Hyphen, also mit seinen Pilzfäden, viel, viel dünner ist als die Feinwurzeln. Das heißt, er kann die Erde viel weiter überziehen als die Pflanzenwurzeln. Und da haben jetzt die Pflanze, die auch kommuniziert durch geruchlose Gase, aber eben auch durch Wurzelsekrete, mit dem Mykorrhizapilz ein Tauschgeschäft gemacht und gesagt, hey, pass mal auf. Du holst mir da von da hinten, weil da komme ich nicht hin. Wasser oder Phosphor schließt du mir auf und ich gebe dir dafür Zucker, was der Pilz ja nicht selber herstellen kann. Hat der Mykorrhizapilz gesagt, gutes Tauschgeschäft, das machen wir so. Und weil es so erfolgreich war, diese Tauschgeschäfte, sieht man evolutionär eben, wie wichtig das ist, dass diese Pilzgeflechte erhalten werden und dass das Beste, was sie tun können, dieses Pilzgeflecht zu schützen und zu fördern. Wichtig ist auch noch, da überall, wo schon ein guter Buddy sitzt, mit diesen wurzelfeinen Enden und Exsudate machen, also Ausscheidungsprodukte, die wieder gute Bakterien füttern oder Mikroorganismen, dass da eben kein Schadkeim hinkommen kann. Alles, was besetzt ist von Guten, da hat das Böse keine Chance, um es mal so zu sagen. Jetzt können Sie sich aber vorstellen, wenn wir Fungizide, Pestizide, also Bakterienkiller, Glyphosat ist ja antibakteriell, darüber gießen oder sprühen, dass das natürlich gar nicht gut ist für diese Gemeinschaften und dass diese Kommunikation schwer gestört wird zwischen Pflanze und Bodenleben. So, jetzt bin ich woanders. Ach ja, hier. Hier ist nur Maßnahmen kurz
gelistet, was für das Bodenleben förderlich ist und wie die Widerstandsfähigkeit und die Qualität der Nutzpflanzen gestärkt werden können. Das zeigen viele Studien in den letzten Jahren. Wenn Sie da wirklich genauere Informationen haben möchten zu einzelnen Studien, bitte kontaktieren Sie mich. Ich leite sie Ihnen dann gern weiter. Also auch hier ist es wieder ein Netzwerk und eine Kette von gegenseitiger Stärkung und von gegenseitigen Prozessen, wo man nicht ein Glied herausnehmen kann und anschauen kann, sondern wir müssen wirklich die Gesamtheit, also auch interdisziplinär denken, was etwas macht oder nicht macht, wo Schaden entsteht oder nicht. Und das Beste ist, wir lernen einfach von Naturgesetzen, denn auch wir sind Teil der Natur und so sind das eben auch alle unsere Lebensmittel und das, was wir essen. Ja, das Spannende dabei ist ja, und das glaube ich, ist jetzt klar geworden, dass kein Lebewesen, nicht ein einziges, lange überlebt in einer völlig keimfreien Umgebung. Und das Milieu, das von vielen verschiedenen Bakterien besiedelt werden, gerade auch wie unserem Darm, gilt genau das Gleiche wie für die Balance von Ökosystemen. Also nochmal, je unterschiedlicher, je mehr verschiedene Bakterienfamilien, also nicht die Anzahl der Bakterien, sondern die unterschiedliche Art von Familien, und manchmal sind das nur ganz, ganz wenige, desto stabiler ist das ganze System. In unserem Körper, aber auch in unserem Boden. Und deswegen ist es auch so spannend, dass man festgestellt hat, dass zum Beispiel Naturvölker nur noch die Hälfte an verschiedenen Arten in unserem Darm haben, wie zum Beispiel Naturvölker. Was ja nach diesen einleitenden Worten irgendwie auf der Hand liegt. Denn was essen wir denn heute zum Großteil? Also wir essen sterilisierte, abgepackte, pasteurisierte Nahrungsmittel mit sehr vielen Zusatzstoffen, von denen wir noch nicht mal wirklich im Detail die ganzen Wirkungen kennen, um dann sozusagen mit dem wenigen Lebendigen, was wir uns noch zuführen, versuchen, einen Ausgleich zu schaffen. Deswegen, aber genau wegen dieser Armut, wegen dieser auch Keimfreiheit, wegen dieser Schwäche des pflanzlichen Mikrobioms durch unsere landwirtschaftliche Art und Weise, ist es fraglich, ob Pflanzenfarmen wirklich eine zukunftsfähige Methode ist, um uns gesund zu erhalten und das Ökosystem zu fördern. Aber jetzt muss ich mir noch etwas gestatten, denn das ist auch eines meiner Lieblingsthema, warum ich auch gegen so Wetter, gegen In-vitro-Fleisch und gegen Surrogate aus dem Bioreaktor. Es ist einfach verrückt, also nicht nur geschmacklich, etwas darzustellen, wo die Vielfalt der Geschmacksarten verloren geht, etwas zu nivellieren, also gleich zu machen, ein Kunstprodukt zu erschaffen, das immer eine schlechte Kopie von etwas anderem ist, ein schwerst verarbeitetes Nahrungsmittel, das kein eigenes Mikrobiom mehr hat, aufzuwiegen oder es auch schon alleine zu bewerten gegenüber eines natürlichen, köstlichen Grundprodukts aus der Erde oder aus der Natur. Ich möchte jetzt nicht sagen, warum In-vitro-Fleisch und diese ganzen Surrogaten sowieso meiner Meinung nach ein absoluter Irrweg sind, nicht nur, weil sie patentiert und monopolisiert sind, sondern auch, weil sie keine einzige Ökodienstleistung machen. Das ist wie eine Fabrik abgeschlossen mit enormen Ressourcen, enormen Energieaufwand, wo uns gesagt wird, das soll jetzt die Zukunft sein. Und ich hoffe, da sitzen jetzt viele Landwirte, die sagen, okay, das habe ich mir eh schon gedacht oder das wusste ich schon. Ich werde sicher jetzt nicht vom Landwirt zum Bioreaktorhersteller oder Fake-Fleischhersteller, weil das ja nun suggeriert wäre, dass das die Lösung für die Landwirte wäre, jetzt sozusagen halb Chemiker zu werden und ein mieses Nahrungsmittel anzubieten, weil Lebensmittel möchte ich das nicht mehr nennen. Aber das wäre eine andere Diskussion. Wir kommen jetzt zum Essen. Sie haben also sicher verstanden, dass unsere Ernährung vielfältig und unverarbeitet sein sollte oder wenig verarbeitet. Und da gibt es einen guten Trick, wenn Sie sagen, ja, was ist denn jetzt wenig verarbeitet? Wir kochen ja alle irgendwie und essen nur nicht Rohkost. Ich würde mal sagen,
alles, was ihre Großeltern nicht als Essen erkannt haben, dann lassen sie lieber die Finger davon. Und unverarbeitet meint, wenn sie sich evolutionär anschauen, womit wir in den letzten 40, 50, 100, 2000 Jahren zu tun gehabt haben, dann sehen sie schon, wo die Richtung hingeht und dass sie vielleicht sich klar machen sollten, dass sich allein in den letzten 40 Jahren unsere Nahrungsmittelweise, also die Art, wie wir essen, so stark verändert hat, wie in den letzten vorherigen 100.000 Jahren nicht. Unser Stoffwechsel hat überhaupt nicht die Zeit gehabt, sich anzupassen an irgendwelche denaturierten, fraktionierten Stoffe, Fettketten zerstörenden kleinen Organismen oder auch Weißmehl ohne die Hülle und ohne den Samen. Die Vielfalt der Veränderung unserer Nahrungsmittel, die Vielfalt der Verarbeitungsschritte und dann auch noch sterilisiert, pasteurisiert, wie ich das hoch erhitzt, tief gekühlt, Bakterien und Mikroorganismen von 100.000 verschiedenen Kühen zusammengemischt und wieder fraktioniert und dann sagen, ach, da schwimmt was drin, dann erhitzen wir das halt hoch. Aber dennoch, also die einzelnen Bestandteile werden ja, schwimmen ja noch drin. Gut, dann gibt es auch noch die Ultrafilterung, da geht aber auch alles Gute raus. Das sollte uns klar machen, wow, wie robust und stabil wir sind, dass wir nicht gleich zusammenklappen, aber eben nicht so robust und angewöhnt, dass es uns nichts ausmachen würde. Und das sehen wir an einer Parallele von steigenden Zivilisationskrankheiten mit dem Erobern von künstlicher Industrienahrung. Da gibt es wirklich eins zu eins eine Parallele von dem Anstieg auf nicht vererbbare chronisch entzündliche Krankheiten. Darmkrebs bei 25-Jährigen gab es in den 80ern nicht. Sensitivitäten, Allergien nehmen zu, Asthma, Rheuma, Arthritis, aber auch bestimmte Alzheimer- und Autismus-Varianten werden mit dem Mikrobiom und der Veränderung oder des Schadens des Mikrobioms im Zusammenhang gebracht. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die das Mikrobiom sehr schädigen können. Allen voran zum Beispiel Antibiotika. Das ist wiederum spannend, weil antibakterielle oder Stoffe, die Bakterien töten, eben wie viele Pestizide, ist dann nicht so hilfreich. Ein großer anderer Aspekt ist Stress. Das werden wir vielleicht auch merken. Da merken wir auch, wenn unsere Verdauung nicht so stimmt oder wenn wir uns immer schlapp fühlen. Auch das hat dann einen Impact auf das Mikrobiom. Und wenn Sie alles sterilisieren. Also Keime zu töten, Bakterien zu töten per se, keine gute Idee, wenn Sie ein gesundes Mikrobiom erhalten möchten. Das heißt, wir lernen hier heute, dass so mehr unsere Böden verarmen und deswegen schon eigentlich Pflanzen züchtet, die auch mangelernährt sind, desto mehr verarmt auch unsere eigene Ernährung. Denn wir essen ja diese Pflanzen und ihr gesamtes Mikrobiom. Es gibt übrigens von Eat Lancet 2019 eine große Studie, die zeigt, man könnte 2050 10 Milliarden Menschen ernähren, aber wir müssen uns da ganz anders ernähren. Also mit viel, viel mehr Gemüse, mit Vollkorn, mit ungesättigten Fettsäuren, nur wenig Zucker. Tierische Protein ist auch okay, aber natürlich viel, viel weniger. Aber wenn wir über unsere Ernährung reden, und das wäre ein anderer Vortrag, über die Ernährungssicherheit, dann müssen wir natürlich auch darüber reden, dass wir mehr Lebensmittel in der ganzen EU wegschmeißen als importieren. Und dass wir ja nun in einem Überkonsum sind, wo wir ja nicht mal das ganze Tier mehr essen. Nur noch die Edelstücke, der Rest kann weg. Also das sind auch Systeme, wo wir sagen, vielleicht müssen und sollten wir daran etwas dringend ändern. So, das wissen Sie alle, wir leben von unserem Boden, unsere Lebensmittel kommen zum Großteil aus unserem Boden, direkt oder indirekt. Wir könnten natürlich viel mehr Menschen auch sowieso ernähren, wenn wir nicht 60% unserer Getreides in die Futtermitteltröge stecken würden und dann noch 20% in den Tank. Als Europapolitikerin kann ich natürlich mir nicht verkneifen zu sagen, dass die Kommission das auch erkannt hat, dass ungefähr 70% unserer Böden geschädigt sind oder in einem ungesunden Zustand sind.
auch pestizidbelastet. Und dass es deswegen einen Plan gibt, Caring for Soil is Caring for Life, also einen Bodenschutzplan, und der sollte 23 eine Bodenschutzstrategie von der Kommission vorgestellt werden als Teil des Green Deals. Also ich glaube, Sie und ich, wir sind schon wahnsinnig gespannt, was dabei herauskommt. Und ich hoffe, es ist nicht wieder ein Technofix. Also wir machen jetzt irgendwas Precision Farming oder wir tun jetzt einfach belastete Kohle, die wir irgendwo unten verbrennen, reinpacken in den Boden und denken, das löst irgendwelche Probleme. Denn Technofix machen eben gerade 0,0% für Biodiversität und für Lebendigkeit. Und das sollten und dürften wir nicht vergessen. Das Ziel sollte sein, 2050 sollten alle Böden in der EU gesund sein und möglichst viele Ökosystemdienstleistungen erbringen. Gut, die Hoffnung stirbt zuletzt, wenn wir alle erkennen, dass fruchtbarer Boden unser Weltenerbe ist und dass wir unsere Kinder und Enkelkinder lieben, unsere Nachbarn, aber vielleicht auch die Mitgeschöpfe, und einfach unser Ernährungssystem transformieren sollten, um mehr Freude zu haben, um mehr Genuss zu haben, aber auch um gesünder selber zu bleiben, dann ist das zwar eine Vision, aber nicht eine völlig absurde. Also, gesunde Lebensmittel brauchen gesunden Boden, aber mit gesunden Lebensmitteln alleine werden Sie auch nichts anfangen, wenn Sie nicht köchen können. Also, wichtig ist, und damit möchte ich meinen Vortrag schließen, dass Sie bedenken, dass das Beste, was Sie tun können, und heute fast ein revolutionärer Akt zu sein, um die Vielfalt, um den Nachbarn, den Bauern zu schützen und zu fördern, um sich ihnen selbst was Gutes zu tun und den Pflanzen und den Tieren, alte Rassen, alte Sorten, heißt es, gehen Sie an den Herd und kochen Sie mit anderen und genießen Sie das Essen, dann ist jedem geholfen und wir werden glücklicher sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.